Promenade ist mein Lieblingsort in der Stadt. Uferpromenade ist eine Visitenkarte der Stadt. Die Touristen, die durch Uferstraße spazieren gehen, können erfahren, worauf oder auf wen Rostover stolz sind. Das ist Denkmal, denn die Rostoverinnen müssen die schönsten Frauen in Russland sein. Weiter. Rostover Gebiet ist Heimat des berühmten Schriftstellers Michail Scholachow. Das ist Denkmal Scholachow. Und die Skulpturen seiner Literaturhelden. Rostov ist der Hafen der fünf Meere. Und jetzt die Fragen. An welchem Fluss liegt Rostov? 1 am Don, 2 an der... Ничего не трогала. Говори, Волга und an der... Валентина, все нормально. Окей. Гера. Nummer 1 am Don. Richtig. Браво. Das war Наталья. Zum Rostover Universität in Lichon. Staatliche Technische Universität des Dongebiets. Südliche Staatliche Universität. Südliche Föderale Universität. Die Staatliche Medizinische Universität. Die Staatliche Bauuniversität. Die staatliche Wirtschaftsuniversität. Südliche Föderale Universität ist am Prestige geträchtig. Während des Ersten Weltkriegs wurde die Warschauer Universität in Rostov evakuiert. 1915 ist die Gründungsdatum der Uni. Zurzeit besteht der Uni aus 30 Fakultäten. Nach der südlichen Universität ist die medizinische Universität die älteste Schule, Hochschule. Und Rostover Universität der Volkswirtschaft ist die jüngste Hochschule. Technische Dom-Universität ist am größten. Hier studieren mehr als 30.000 Studenten. Und die Frage, welche Universität ist denn Bauuniversität, Südliche Föderale Universität oder Technische Universität? Ja. Richtig. Das Dramatheater, das Gebäude ist unsere Kulturerbe, denn es ist dem Traktor ähnlich. Bitte weiter. Klick bitte selber weiter. Als ich klein war, besuchte ich oft das Puppentheater. Jetzt gehe ich dort hin mit meinem Bruder. Dieses weiße Gebäude sieht wie ein Klavier aus und in der Spielplan stehen Opera, Operette und Ballett. Und an diesem Bild stehe ich vor dem Musiktheater. Und die Frage, das Gebäude dieses Theaters ähnelt dem Traktor. Wie heißt dieses Theater? 1. Musiktheater, 2. Puppentheater, 3. Драматеатр. Eins, ja? Bitte Nummer 3. Zeig bitte Nummer 3. Ich heiße Luba Luft und ich erzähle euch über Sportaktivitäten in unserer Stadt. Erstens, FK SKA. In unserer Stadt gibt es zwei Fußballclubs. Der erste heißt FK SKA und spielt in zweiter Division. Der zweite heißt FK Rostov. Dieser Club spielt in erster Division. Leider sind wir am 9. Platz. Frauenhandball und Basketball. Sehr populär sind in
Unterstand Frauen Basketball und Handball. Viele Rostover lieben diese Sportarten, manchmal spielen unsere Mädchen wie Jungen. Unsere Frauenfußballmannschaft ist Vizemeister Russlands. 2013 haben unsere Handballspieler den zweiten Platz in Europapokal belegt. FFK Junona ist ein ganz junger Frauenfußballclub, aber es gibt noch viele Mädchen, die Fußball spielen wollen. So, die erfolgreichste Mannschaft Rostov ist 1 Männerfußballmannschaft SKAU, 2 Männerfußballmannschaft Rostov, 3 Frauenhandballmannschaft Rostov Don. Nummer 3. Luba, ist das richtig? Ja. Ja, Luba, und du? Ich spiele sehr gern Fußball. Ich bin ein echter Fußballfan. Super, das sieht man. Das Meine Frage. Michael, где ты живешь? Я в церкви Дипла. Карлин, сколько там жителей? Сколько 100 тысяч. Ясмин, где ты любишь проводить свободное время? Я люблю ходить в парк, и часто я отрываю кино. Просим. Сколько лет твоей деревне или городу, Пит? Мой город, Люсячную, я. Винсент, есть ли у тебя... Вера, у нас есть маленький-маленький аэропорт. Какой транспорт? У нас ходят автобусы и такси. Посмотрите на эту карту. Schaut bitte diese Karte an. Эти красные точки обозначают, там живут ученики. Also, кто живет вот здесь? Давайте я покажу. Возьму вот здесь. Встаньте, пожалуйста, вот кто живет вот здесь? Ронеборг. Кто живет там? Встаньте, пожалуйста. Eins, zwei, drei, fünf. Fünf, super. Gut. Ja, danke. Gut, спасибо. Ты живешь. Ой, как далеко. Ты живешь. О, супа. Гуд. Мы посмотрим, где живет Фабиан. Рот. Далеборг, это город. Старый. Старый город. Старый. Дом, я. Мой дом далеко от парка, но недалеко от места. Гостиница в Ронеборге называется Кампинус. Ты живешь в большом... Да, я живу в большом доме. Я два балкона. Моя деревня называется Хобузель. Да, у нас есть дом. Ну, недалеко. У тебя своя комната есть? Да, у меня. Да, у меня есть комната. У меня есть. Да, я живу далеко от центра города. На автобусе. Я не живу рядом с Питом. А где ты живешь? Недалеко. А я недалеко. Живу недалеко. А ты дом. Это картина.
меня есть 8 комнат. Я живу в Унтермаузе. Нет, я не живу недалеко от нашей школы. An welchem Fluss befindet sich Werra? Weiße Elbe, Weiße Elster, Weiße Werra, Weiße Schwalbe. Wie heißt die Autobahn, an deren Strecke sich gerne befindet? A4, B4, AB4, BA4. Thank you.